Andrea Henkel auf ihrer Schlussrunde. Da haben ja einige gesagt, Mensch, die Andrea Henkel macht die immer noch weiter. 35 Jahre alt schon und es lohnt sich. Tora Berger, die überragende Frau dieses Winters, jetzt am Start. Andrea Henkel zweimal schon auf dem Podest in dieser Saison. Tora Berger, die Frau in Gelb. Schon siebenmal auf dem Podest in diesem Jahr. Dreimal gewann sie hier Gold bei den Weltmeisterschaften vor 10 Monaten. In der Staffel überragend. Egil Jelland, ihr Trainer. 6,5 Sekunden hat sie da stehend beim Schießen gebraucht. Tora Berger, wirklich ein Phänomen, was sie hier anbietet. Aber jetzt hat ihr Miriam Gössner schon mal eine ganz schöne Nuss zum Knacken mit auf den Weg gegeben. Fischer, Disziplintrainer bei den Männern, hilft natürlich hier auch mit. Und da Gerald Hönig rechts kurz zu sehen. Uwe Müßiggang unten am Schießstand beobachten das. Tina Bachmann am Start. Es läuft noch nicht so richtig rund für Tina Bachmann aus Schmiedeberg. Die 26-Jährige braucht auch noch ihre WM-Norm. Einmal unter die besten 7 oder zweimal unter die besten 15, das ist die Vorgabe des DSV. Sie hat noch nicht mal die halbe WM-Norm geschafft, Tina Bachmann. Magdalena Gwiszton aus der in dieser Saison sehr starken polnischen Mannschaft. Und schauen Sie auf die Zeit. Ist gut dabei, auch sie hat etwas weiter hinten geschossen, braucht noch ein bisschen zur Zwischenzeit. Und dort Andrea Henkel auf der Schlussrunde, links Franziska Hildebrand. Sekunden hinter Miriam Gössner. Es ist ja heute nicht so wie sonst so häufig, dass an dem Sprintrennen ein Verfolgungsrennen dranhängt. Das heißt, die Abstände sind nicht so wichtig. Es geht nur noch um Positionen, denn am Sonntag findet ein Massenstart statt. Da qualifizieren sich die besten 25 aus dem Gesamtweltcup und dann die besten 5 aus dem Rennen heute, die nicht zu diesen besten 25 gehören. Also jeder hat heute mit einer guten Leistung die Chance, noch in diesen Massenstart zu rutschen. Das ist natürlich wichtig, vor allem für Hildebrand und Bachmann, die Chance, sich zu qualifizieren. Veronika Witkova aus der tschechischen Mannschaft. Tschechien und die Ukraine mannschaftlich ja sehr stark unterwegs in dieser Saison. 12. im Gesamtweltcup Witkova. Schießt ein anderes Bild, beginnt in der Mitte, schießt dann nach rechts, dann nach links. Das ist freigestellt. Die Reihenfolge, in der man die 5 Scheiben schießt. Und Thea Gregorin oben schießt 2 Fehler. Es war zwar nur ein angezeigt, aber man sieht es aus dem Fenster hier. 2 Fehler, 2 Strafrunden für sie jetzt. Und Daria Domracheva, 4. im Gesamtweltcup. Ein Sieg bisher in dieser Saison in Hochfilzen. Sie hat die Selbstverständlichkeit beim Schießen ein wenig verloren. Schauen Sie auf die Laufzeit. Verkantet das Gewehr immer so ein wenig nach rechts. Und jetzt trifft sie. Und sie hat nur einen geringen Rückstand auf Miriam Gössner. Sekunden. Die behalten wir im Auge. Jetzt schauen wir auf Andrea Henkel. Sie zieht es Richtung Ziel.
Franziska Hildebrand dahinter, muss noch einmal links abbiegen zum Schießstand, noch eine weitere Runde laufen. Starke Leistung von Andrea Henkel. Schiebt sich hier deutlich vor Olga Saitseva auf den zweiten Platz. 25 Sekunden hinter Miriam Gössner. Tadelloses Schießen, läuferisch gut dabei. Wunderbar. Also die beiden Aushängeschilder mit den beiden frühen Startnummern haben die Erwartungen voll erfüllt. Gössner und Henkel sind ja im Gesamtweltcup auf 2 und 3 hinter Tura Berger. Kaiser Mäkeräinen, heute Abend gibt es noch eine Torte im Hotel. Ja, und mit diesem Schießergebnis hat sie sich zumindest ein kleines Geburtstagsgeschenk gemacht im Vordergrund. Franziska Hildebrand fehlerfrei, sowohl liegend als auch stehend geblieben. Läuferisch nicht auf dem absoluten Weltniveau unterwegs. Franziska Hildebrand fünfte jetzt nach dem zweiten Schießen, Mäkeräinen vierte. Und Synnøve Sullumdahl beim zweiten Schießen. Der erste Schuss gleich daneben, bringt sie sich um die Chance, dort ganz vorne mit reinzulaufen. Strafrunde. Da darf man sich nicht allzu lange aufhalten in der Strafrunde. Sonst wird's eng und dort rechts Tura Berger. Sie sehen es bei den Vorbereitungen im gelb-roten Trikot. Tora Spezial nennen sie diese Schießeinlagen, diese schnellen in Norwegen. Mal sehen, ob sie heute eine Tora Spezial anbietet. Ja, das war schon mal Tora Spezial, würde ich sagen. Mal gucken, ob da noch was kommt. Auf jeden Fall nimmt sie das Fernduell mit Miriam Gössner an. 6,5 Sekunden hat sie jetzt auf dieser ersten Runde verloren. Vita Semerenko. Hat sie gewartet, um den letzten Schuss gekämpft und dann ging er doch daneben. Da auch die Möglichkeit, dort hineinzulaufen. Die Slowakin Gerekova hat wie Andrea Henkel fehlerfrei geschossen, wie auch Olga Saitseva fehlerfrei geschossen, bleibt 7 Sekunden hinter Andrea Henkel. Nein, Saitseva hatte einen Fehler geschossen. Gabriela Sukalova aus Tschechien. Siegerin des Sprints in Pokljuka im Dezember. Dann war sie krank, hat Oberhof ausgelassen, war stattdessen mit ihrem Vater in Toblach zum Training. Gesagt, sie ist sofort nach der Pokljuka-Woche krank gewesen über Weihnachten. Jetzt ist sie gut erholt und zurück und sie schießt ohne einen einzigen Fehler. Tina Bachmann parallel fehlerfrei geschossen liegend. Magdalena Gwiston jetzt mit 2 Fehlern und Tina Bachmann nach dem ersten Schießen 16. 24,1 Sekunden hinter der Spitze. Ja, Zukalova 19 Sekunden hinter Gössner, es sind 15 Sekunden hinter Andrea Henkel. Daria Domracheva.
auf ihrer zweiten Runde. Nach dem ersten Schießen Domracheva 6 Sekunden hinter Gössner. Wieberger. 8,4 Sekunden sind es jetzt. Marie-Dore Aubert, auch eine von den Favoriten heute. Sie bleibt fehlerlos, zumindest nach 5 von 10 Schuss. Tura Berger jetzt eben hier auf der Strecke. Berger und Domracheva, das sind die beiden mit den größten Chancen, Miriam Gössner hier Platz 1 noch streitig zu machen. Tura-Tura-Rufe hat etwas mehr Zeit verloren als Domracheva und jetzt aufgepasst. Domracheva muss in die Strafrunde. Und zwar einmal, genau wie Miriam Gössner. Und die ist nicht viel langsamer auf der Strecke. 8 Sekunden war ihr Rückstand, was die reine Laufzeit angeht. Die hat natürlich jetzt aber den Vorteil, sie weiß die Zeiten. Also die kann noch mal attackieren. Wir werden das beobachten jetzt, wie sich die Abstände entwickeln. Jetzt geht's in die Strafrunde. Bei 14:24. Gucken wir mal, wann sie rauskommt, wie lange das jetzt dauert. Ab jetzt läuft die Uhr für Miriam Gössner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es sind 10 Sekunden fast, die Daria Domracheva zurückliegt. Das wird nicht einfach, aber Klaus Siebert, ihr deutscher Trainer, weiß, möglich ist das auf alle Fälle. Müssten wir Miriam Gössner mal befragen, wie es für sie auf der dritten Runde lief. Dritte Runde Miriam Gössner 6:16. Da war sie ein bisschen langsamer unterwegs als in den ersten beiden. Erste Runde hat Miriam Gössner 6:10 gebraucht, zweite Runde 6:11. Und Kaiser Meckerein, die jetzt gerade im Ziel ist.